Klar, bevor es mit der Karriere losgeht, ist erstmal Lernen angesagt. Aber das kann ja auch Spaß machen. Jetzt habt ihr schon ganz schön viel über die Ausbildung bei der Deutschen Bank von uns gehört. Aber etwas sehr Wichtiges fehlt noch. Ich weiß, was du meinst. Die Frage, wie geht es nach der Ausbildung weiter? Geht euch sicher auch so. Wenn man sich für einen Beruf entscheidet, dann möchte man auch wissen, welche Perspektiven und Karrieremöglichkeiten man hinterher hat. Was mache ich nach der Ausbildung? Welche Möglichkeiten gibt es in der Bank? Hören wir doch einfach mal, was Katja Hein, Leiterin des strategischen Teams der Ausbildung und Nachwuchsgruppen, dazu sagt. Es gibt vielfältige Karrieremöglichkeiten im Deutsche Bankkonzern. Zum einen die Karriere am Kunden, aber wir haben auch eine Fachkarriere, wo man in Prozessen und Projekten sich weiterentwickeln kann und natürlich auch die klassische Führungskarriere. Klar, bevor es mit der Karriere losgeht, ist erstmal Lernen angesagt. Aber das kann ja auch Spaß machen, findet auch Michael Ildner, unser Personalchef. Bei der Deutschen Bank und bei der Postbank kann man unglaublich viel lernen. Ich glaube, die Bank insgesamt ist auf einem tollen Weg, ihre Transformation, ihren Umbau erfolgreich zu gestalten, um in Zukunft auch wirklich aktiv gestalten zu können. Also mit einer Ausbildung bei der Deutschen Bank, die man aber auch aktiv annehmen muss, also in der man auch selbst lernen will und beitragen will, glaube ich, hat man ein hervorragendes Rüstzeug. Das sehe ich genauso. Du sicher auch. Schauen wir uns doch mal an, was unsere Mit-Azubis und Dualstudierenden aus den letzten Jahren nach ihrer Ausbildung heute so alles machen. Kathi ist Beraterin im Privatkundenbereich. Fabian ist Berater in der Portfolioberatung. Tamara arbeitet im Auslandsgeschäft. Rayen ist Trainerin, Jonathan und Alicia sind Analysten im Asset Management. Ich selbst nehme gerade an einem Förderprogramm teil, um mich weiter zu spezialisieren. Und ich arbeite als Kreditspezialistin. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten nach den verschiedenen Ausbildungen. Erfolg setzt natürlich immer voraus, dass ihr Lust darauf habt, etwas zu erreichen, euch aktiv einbringt und Leistung zeigt. Da haben wir auch noch einen Tipp, den unser Vorstandsvorsitzender dem aktuellen Ausbildungsjahrgang mit auf den Weg gegeben hat. Das Wichtigste ist, dass Fragen gestellt werden, dass Offenheit gelebt wird. Und ich habe immer gesagt, am meisten lernt man als Auszubildender oder als Dualstudierender, wenn man die Ohren weit auf hat, die Augen weit auf hat, aber dann auch die Fragen stellt. Perfektes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht und ihr möchtet euch am liebsten direkt bei der Deutschen Bank bewerben. Von wegen Ideen einbringen, Bank der Zukunft gestalten. Ihr wisst ja, für manche von uns führt der Weg nach der Ausbildung sogar bis zum Vorstandsvorsitzenden. Vielleicht macht den Job ja auch irgendwann meine Frau. Man muss sich ja Ziele setzen. Also legt los!